Wie wir ja jetzt festgestellt haben, hat Reger ja ein sehr, sehr umfangreiches Orgelwerk erschaffen, so dass man davon ausgehen kann, dass er eine besondere Vorliebe für das Instrument Orgel gehabt haben muss. Weißt du, wie es bei Reger dazu gekommen ist, welches Verhältnis er zur Orgel hatte und wie es dazu kam, dass dieses Instrument bei ihm so in den Fokus gerückt ist? Wichtig ist natürlich immer die frühe Prägung und bei Reger war es halt so, dass seine ersten Lehrer wie Adalbert Lindner sehr mit diesem Instrument verbunden waren, auch als Organisten in Kirchen wirkten und ihn so relativ früh geprägt hatten und er auch als Kind eigentlich noch oder als Jugendlicher improvisierenderweise sich an die Orgeln der Stadtkirchen gesetzt hat, Gottesdienstvertretungen übernommen hat und so sich früh musikalisch betätigen konnte. Und die Orgel ist ja immer so, dass sie, auch wenn einem jungen Menschen noch kein Orchester anvertraut wird, doch die Möglichkeiten des symphonischen Ausdrucks und der Klanggewalten für jungen Komponisten sehr verlockend sind. Ich denke, das hat auch eine Rolle gespielt, dass er eben mit seinen frühen, gewaltigen Orgelwerken, die ja alle im Zeitraum dann hinterher von 1898 bis 1901 entstanden sind, viele dieser großen Werke, eben einen symphonischen Ausdruck finden konnte, einen orchestralen Ausdruck, ohne eine Orgel zur Verfügung haben zu müssen. Gleichzeitig hat er in Karl Straube, den er bei der Aufführung eines seiner Werke kennenlernte, eines seiner frühen Werke, hat er einen idealen Interpreten gefunden, für den er schreiben konnte. Er wusste also auch, selbst wenn nicht alle meiner Werke, die ich als junger Komponist schreibe, aufgeführt werden, meine Orgelwerke werden zumindest von einem, der es genial interpretieren kann, aufgenommen und in der ganzen Welt aufgeführt und verbreitet. Das war sicherlich auch eine Motivation. Wobei man sagen muss, dass mit dem Regerjahr 2016 hoffentlich auch viele der anderen Facetten, sein immenses, tolles Kammermusikschaffen, seine wirklich unglaublichen und tollen Orchesterwerke auch einmal wieder in den Fokus rücken, weil das Orgelwerk von Max Regers Schaffen vielleicht das am meisten erschlossene ist und viele andere Facetten eben instrumentaler Art so ein wenig auf das Abstellgleis geraten sind. Und wir sind froh als Organisten, dass einer der wichtigen Komponisten der Jahrhundertwende um 1900 so viel für Orgel geschrieben hat. Gleichzeitig ist für das Verständnis seiner Musik das gesamte andere seines Werkes mindestens ebenso wichtig.